Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Jo, lang ist's her, dass ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe, aber jetzt sind wir wieder da. Und ja, warten auf den Herbst, weil wir wollen der Vogelscheuche noch was Stylisches zeigen. Habe ich überhaupt irgendwas Herbstliches? Auf jeden Fall würde ich noch einen Regenschirm, glaube ich, brauchen. Fällt mir ein, habe ich was Herbstliches? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich mir was kaufen. Da müssen wir halt dann in das eine Dorf marschieren. Oder wollte ich eh zufällig dahin? Ich bin ja überflaggt. Überflaggt, verstehst? Kann sein, dass wir in das Dorf gehen wollten. Ich muss mich kurz orientieren. Ah, da sind wir. Okay. Ich glaube, wir wollten in das Dorf gehen, wo der Schneidermeister zu Hause ist. Und das ist es Herbst. So schnell kann es gehen. Und wollte mir dann was Herbstliches kaufen. Ich glaube, so war das. Und noch eine Sonnenbrille brauchen wir, glaube ich, auch noch. Da wollten wir noch was abgeben, glaube ich. Ja, questmäßig, wie gesagt, die modische Vogelscheuche. Dann werden wir weiterhin Steine sammeln. Unendlich viele Steine, damit wir mal die Brücken hier hinkriegen. Sind ja schon 3 mittlerweile, du liebe Zeit. Und, ja genau, den Glanzschrein. Dann brauchen wir einen Regenschirm, denke ich mal. Etwas vor Regen schützend, weil den Regenmantel, den wollte sie nicht haben. Brauen müssen wir was, also wir haben viel zu tun. Gut, so, ich bin etwas überfordert, so, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Kleidung reicht, die wir jetzt anhaben aktuell. Ich würde sagen, eher nicht, ne? Und Steine müssen wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Ich werde deshalb auch gleich zu Fuß dorthin laufen. In der Hoffnung, dass wir mega viele Steine kriegen. Und zack. Und vielleicht auch ein bisschen Farn gleich mitnehmen. Weil ich möchte gerne die Brücken bauen. Ich möchte auch gerne unsere Bauernhöfe ausbauen und da möchte ich gerne nach Möglichkeit alles, was geht, aus Stein zusammenschustern. Tja, aber jetzt gehen wir erst einmal zur Vogelscheuche, also zumindest mal in die Richtung. Jo, und schau mal, ob ihr das gefällt, was wir schon anhaben, sonst muss ich mir tatsächlich was kaufen gehen. Aber das sollte kein Problem sein, weil ich hole die richtige Quest ausgerüstet. Nicht, dass ich in die vollkommen falsche Richtung laufe. Na, passt alles. Was wollte ich sagen? In der Nähe ist ja dann, glaube ich, die Stadt, wo der Schneider zu Hause ist. Und dann können wir uns ja eventuell was Herbstliches, Fesches kaufen. Ich werde dann sowieso nach Möglichkeit... Ach ja, warte mal. Wollte ich nicht beim Bauernhof nachschauen, ob ich was habe? Haha! Habe ich mit dir auch schon gesprochen? Ein Tipp für dich. In Wimbleweg sind sie an allem interessiert, was mit Holz zu tun hat. Achso, ja, okay. Jetzt bin ich nämlich gerade nicht sicher, ob ich nicht zum Bauernhof wollte, um nachzuschauen, ob ich Kleidungsstücke dort, also passende Kleidungsstücke gebunkert hatte. Scheibe. Egal, ich laufe jetzt mal. Jo. Und zur Not kaufen wir uns halt was. Ich müsste genügend Material zum Tauschen dabei haben. Das sollte normal überhaupt kein Problem sein. Sollte. So.
Schön die Steine mitnehmen. Wie viele Sämlinge haben wir denn noch? 22. Oh, das ist einmal genug. Das ist einmal genug, ja. Das ist ausreichend. Brauche ich derweil keine Wiese mähen. Bin ich auch zufrieden. So. Hü-hüpf. Hü-hüpf, hü-hüpf, hü-hüpf. Hü-hüpf. So, da mal ein Steinchen. So, gleich sind wir bei der Vogelscheuche. Dann schauen wir, ob es passt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es passt. Dann gehen wir halt was kaufen. Ne? Jo. So. Zack, 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 zack. Her mit Stein, her mit Stein, her mit Stein. Ach, wie fein. So. Da drüben ist sie. Wack. So. Ich hoffe, dass ich hier raufkomme. Doch, ich wollte schon sagen, hä? Ah, na, gerade nicht. Lol, schade. Echt jetzt? Das wäre so schön gewesen, wenn ich jetzt hier raufkommen wäre. Ach komm. Echt jetzt? Naja, so ziemlich. Servus. Na, wie geht's? Lagerfeuer, bunte Blätter, rote Wangen, Frost. Es muss Herbst sein. Herbst ist die beste Jahreszeit. Die Zeit, um warme, aber vor allem schicke Kleider zu tragen. Bring mir eine Beanie, eine Strickjacke und lange Hosen. Ah, jo. Aber ich glaube, ich werde sie mir trotzdem kaufen. Beanie, ich spreche das hier falsch aus. Oh, ach, ist schon wieder Halloween? Na, jetzt hör auf. Kommt nur rein. Na. Okay. Während du dich auf Halloween vorbereitest, schlägt die Geisterstunde. Das wollte ich jetzt nicht. Etwas an dieser Nacht fühlt sich seltsam an. Aber du ignorierst es und konzentrierst dich ganz auf deine Aufgabe. Süßigkeiten sammeln. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir hier fertig sind, dass vielleicht der Herbst sogar schon vorbei ist. Das wäre ganz besonders blöd. Aber so kriege ich wenigstens die Möglichkeit, dass wir das andere... Oh, gute Güte, du hast mich ganz schön erschreckt. Das hat sich Süßigkeiten verdient, ja? Ja, bitte. Danke. Drei. Was wollte ich sagen? Jetzt haben wir aber die Chance, das andere Kleidungsstück zu kriegen. Wir haben ja letztes Mal das Hexenkostüm gewählt. Und dieses Mal könnten wir das andere nehmen. Oh wow, ich liebe dein Kostüm. So eine überzeugende Geisterseherin. So, was haben wir da? Süßes oder Saures? Nun, dann wohl lieber Süßes. Ja. Genau, sind wir wieder alle Türen abklappen. Süßes oder Sau? Warte mal. Du klingelst und ich sollte Süßigkeiten geben? Hm, na gut. So. Was war das andere Kostüm? Irgendwas mit Vampir? Ich hab's vergessen. Ich hab das vergessen, weil ich so schlau bin. Ich hab das vergessen, weil ich schlau bin. Zum Gruffelkuchen doch mal, warum hab ich bloß die Tür geöffnet? Nun, schätze, ich kann dir ein paar Süßigkeiten geben. Aber Hauptsache, du verpisst dich wieder, weil ich will meine Ruhe haben. Genau. Da war nichts soweit. Gut. Und da unten haben wir mit dir schon gesprochen. Oh, ich liebe diese Zeit des Jahres. Oh. Ja. Hallo. Wer bist du? Was willst du? Warum sind meine Socken blau? Lässt du mich in Ruhe über diese Frage grübeln, wenn ich dir Süßigkeiten gebe? Ja, da könnte man verhandeln. Da hinten war, glaube ich, auch eins. Ich habe vergessen, wie ich da hinkam. Ob sich das ausging, wenn ich hier vorsichtig dran... Ja. Dran vorbeilaufe, wollte ich sagen. Ups. Runtergefallen, runtergefallen. Aber das passt genau. Servus. Ich bin nicht zu Hause. Verpiss dich.
Dann gehen wir halt wieder, ne? Und wie schaut's bei euch aus? Was ist das da drüben? Schmeißt Tür zu. Dumm. So. Ich bin nicht zu Hause. Und wer redet da mit uns? Gute Güte, so eine attraktive Besucherin so spät nachts. Entschuldige, ich muss das sofort in meinem Blog posten. Du hättest mir auch Süßigkeiten geben können zuvor. Geizhals. Und wer sind Sie? Butzemann. Du siehst toll aus. Ich habe nicht mal ein Kostüm an. Eigentlich. Was im Namen von Aeri sollst du denn sein? Ein Mensch. Ganz normales Menschenmädel. So. Ich bin nicht zu Hause. Sind alle knausrig, die Banausen. Die sind knausrig. Und du? Ich bin nicht zu Hause. Die haben alle dieselben Türklingeln. Die sagen alle dasselbe. Ich bin nicht zu Hause. Und du? Ich bin auch nicht zu Hause. Die tun wahrscheinlich alle Smash Brothers zocken. Ich bin auch nicht zu Hause. Und die tun zuschauen. Ich glaube, bis zu 8 kann man zocken, ne? Bis zu 8 Leute. Ich bin nicht zu Hause. Das ganze Dorf spielt Smash Brothers. Da waren wir schon. Echt? Habe ich die Runde schon fertig? Wow. Ich leiste ja direkt was. Kann ja überhaupt nicht sein. Aber wie es ausschaut. Ja. Und du? Das macht so viel Spaß. Scheiße, deshalb nicht zu Hause. Weil er hier herumspaziert. Gut. Dann wollen wir nicht zu schier sein. So. Gehen wir hier wieder ruf. Das nehmen wir auch mit. Gut, das hier. Das hier hatten wir schon. Genau. Jetzt mischen wir mal in die Richtung hier. Die Steinchen nehmen wir gleich brav mit. So. Mal klubschen. Was haben wir, denn da? Servus. Oh, wie nett, Liebes. Hier sind selbstgemachte Süßigkeiten. Dankeschön. Die schmecken am besten. So. Süßes, süßes. Was für ein tolles Kostüm. Du siehst wie ein Mensch aus Fleisch und... Du siehst wie ein Mensch aus Fleisch und Blut aus. Die Betonung macht's. Verstehst du? So eine lustige Verkleidung. Hier sind Süßigkeiten. Und da? Nimm einfach die Süßigkeiten und geh. Ja. Danke. Das sind wahrscheinlich grummelige Süßigkeiten. Du hast geläutet. Hier sind Süßigkeiten. Danke. Aha, da drüben haben wir auch was. Ja. Sehr gut, sehr gut. Lala, lala. Hüpf, hüpf. So. Schätze, man könnte es wohl ein Kostüm nennen. Ich gebe dir Süßigkeiten als Ansporn, dass du dich beim nächsten Mal mehr bemühst. Ja, da... Wenn ich nicht so doof wäre, hätte ich eh was Vernünftiges angezogen, aber da ich halt doof bin... ja. Das ist fantastisch! Du hast dir wirklich Mühe gegeben. Hier hast du Süßigkeiten. So. Hier draußen ist niemand, ne? Na, niemand. Nichts und niemand. Hallo? Was soll das heißen? Tolles Kostüm. Das ist ein Kostüm. Was ist ein Kostüm? Das schaut immer so aus, will er sagen. Huch, ich habe keine Angst. Ich verstecke mich öfter hinter Türen, ja. Wenn ich Süßigkeiten unter die Tür durchschiebe, gehst du wieder? Ja, bitte? Ja, könnte man einrichten. Gut. Es wird hell. Geh weg. Ich muss mich, glaube ich, beeilen. Ich hänge an der Wäscheleine. Wie habe ich denn das jetzt wieder angestellt? Ich wollte sagen, ich hänge bei der Wäscheleine fest, aber da ist eh nichts. Wow. Nix runterfallen. Ganz vorsichtig. Hallo. Buh. Hier, nimm Süßigkeiten. Und da? Hä? Was willst denn du von mir? Schleich dich, Mann. So, krieg ich das? Upp. Ja. So, upp. Sehr gut. Ohne Unfall geschafft. Sehr gut.
So, jetzt aber schnell. Ich bin nicht zu Hause. Und da oben? Klingt, als würden alle schlafen. So. Nun, Kindchen, das ist nett von dir, dass du mich besuchst. Tatsächlich eine ganz normale Besucherin, keine gierige Süßigkeiten-Diebin. Na, aber ich hätte trotzdem gern welche gehabt. Dann nehmen wir halt die da. So. Aber eigentlich brauche ich ja gar nichts kaufen, oder? Ich tausche die geheimnisvollen Süßigkeiten gegen Spezialgegenstände, die es nur auf dieser Seite der Nacht gibt. Buchrucksack. Hexending. Butler-Jackett, genau das wollte ich haben. Aber ich glaube, da hätte ich gar nicht müssen Süßigkeiten tauschen, oder? Das kriegt mir ja geschenkt. Die Melone gehört dazu. Der Rucksack gehört dazu. Weil ich bilde mir ein, man hat das Kostüm. Man hat ja das Kostüm, glaube ich, geschenkt bekommen, oder? Weil dann wäre schon bald besser, sowas einzutauschen. Wofür ist eigentlich der Kessel gut? Halloween Vogelscheuche. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, da oben war da nicht noch eins? Nein, da habe ich mich geirrt. War das da herüben? No, auch nicht. Gut, da habe ich mich getäuscht. Ich habe mir echt eingebildet. Den haue ich noch weg. Batsch! So, ich habe mir eingebildet, dass da oben noch so ein grüner Kürbis-Süßigkeiten-Dingsbums gewesen wäre. Egal. Servus. Süßigkeiten! Da ist er. Den habe ich gemeint, glaube ich. Zack. Boah, das sind viele Häuser, ne? Hallo! Oh, du bist nicht der Pizzabote? Na? Ups, so, auf da wieder. So, da. Was für ein tolles Geisterseherinnenkostüm. Nimm die Süßigkeiten, du hast sie dir verdient. Ja. Ich, ja, den Bart wollte ich eigentlich, also den Part, ne, den ich hier trage, wollte ich auch mal wieder wechseln. Und die Frisur dazu, das machen wir dann nach dem Halloween-Dings. Ach, du spielst Süß oder Saures? Na, dann bekommst du etwas Süßes. Ja, weil du es bist. Haben wir es jetzt dann bald mal? Schnell, nimm die Süßigkeiten, bevor ich es mir anders überlege. Danke, glaube ich. Ich glaube, wir haben es, ne? So. Das war ja wieder ein flotter Durchgang. Ah, da ist noch einer. Es ist gefährlich, allein unterwegs zu sein. Nimm diese Süßigkeiten. Ja, damit können wir dann die Verbrecher bestechen, die uns überfallen wollen. Ah, der Butzmann wieder fest. Das sind total toll. Ja. Da ist noch ein Hüttel. Servus. Du brauchst mehr Süßigkeiten, um diesen Sack zu füllen? Dann nimm das. Und hier ist noch ein Haus. Ich bin nicht zu Hause. War klar. Hier haben wir noch eins. Ich bin nicht zu Hause. Da haben wir noch ein grünes Dingens. Alter, wie viele von diesen grünen Dingens gibt es denn noch? Da haben wir was noch. Und jetzt müsst ihr aber wirklich... Oder? Jetzt müssten wir es echt geschafft haben. Jetzt wird es eh schon hell. Ja, ich bin überfragt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es kaufen soll. Ja. Ich kaufe es einfach. Egal. So, also zack, 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 zack. Ballmaske. Das wird dann die dazugehörige sein. So. Mit X kaufen. Ups, X. Da. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Und annehmen. Bad, sind dein Ernst jetzt? Kein Platz im Rucksack. Was mache ich denn jetzt? Schlecht.
Sehr schlecht. Jo, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ne? Ich könnte die Fische wegschmeißen. Und den Stecken könnte ich wegschmeißen. In den Papierkorb von mir aus. Papierkorb, den Stein. Ich brauche ausnahmsweise Platz. So. Was können wir noch entbehren? Die Säulen haben wir weg. Dann weine ich aber richtig. So, was? Geformte Planke war teuer zum Herstellen, oder? Wasser können wir weghauen. Da haben wir eh genug. So, 4 Plätze, das müsste jetzt rein. 4? 5? Brauche ich die 5 Plätze? Verdammt. Da müsste noch einer weg. Kartoffelsämlinge. Gekochtes Fleisch. Farbstoff. Ja. Milch. Ja, was soll's. Dann haben wir halt Bronze, Glücksfisch. Dann haben wir den Tippfisch weg, würde ich sagen. So. Jetzt ist aber genug. So. Gib mir jetzt meine Kleidung. Ja. 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 Jetzt noch einmal. Also, das will ich haben, das will ich haben. Das will ich haben, das will ich haben und das. 5 Sachen. So. Ja. Na endlich, jetzt klappt's. Sehr gut. Dann können wir uns das gleich mal ankleiden. Würde ich sagen. Kleidungsstücke. So, einmal. Du hast nicht über... Ich will das doch nur anziehen. Ich habe mich gleich verdrückt. Kann das sein? Ach so, weil ich jetzt nicht tauschen kann. Oder wie? Hä? Das ergibt gerade keinen Sinn. Egal, ich habe die Sachen. Gutes. Egal, ich habe die Sachen. Gutes. Ich würde sagen, wir hauen ab. Würde ich jetzt vorschlagen. So. Irgendwie raus hier. Heureka. Aha, ja. Keinen Platz für nix. So. Ja. Wow, das war gruselig. Aber hat Spaß gemacht. Halloween gibt es jedes Jahr in Bobbindorf. Schau nächstes Jahr wieder vorbei. Fennig. Genau. Puh, okay. Kann ich das jetzt? Bist du gleich im Rucksack? Das ist scheiße. So. Darf ich jetzt hier endlich... Es ist noch Herbst. Ich würde jetzt wirklich gerne mal die Sachen da kaufen. Bitte. Dazu brauche ich jetzt erstmal den Marktplatz, glaube ich. Also den Schneiderlein. Du bist die, bei der man Sachen bestellen kann. Wo war denn jetzt der Kerl? Meh. Da oben war nur der Schneidermeister. Ach ja, genau. Und dann musste ich, glaube ich... Du bist der Schneidermeister, glaube ich, ne, oder? Gut gemacht. Du hast als Schneider die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Oh, das habe ich vergessen abgeben. Ups. Ja. Ja. Schön. Ich glaube, die waren da unten, ne? Heureka! So. War das nicht du? Zoe? Man sagt, dass die Leute in Wimbleweg verzweifelt ihre Ausrüstungswaren loswerden wollen. Na, das war falsch. Was tut das? Das ist Händlerzeichen. Ich gescheite Freund. Ja, ich glaube, jetzt habe ich gefunden. So, er will den haben. Strickjacke. Lange Hose. Sowas, glaube ich. Ja. Aus meinem Rucksack nehme ich mal. Ja. Ich muss das jetzt schlau machen.
Ich werde da jetzt bewusst versuchen, Sachen zu wählen wie den Bärenkuchen, der einfach einen ganzen Slot Platz uns wegnimmt. Ja. Und werde die Sachen da mal jetzt da verkaufen. Maschinenteile, ich werde mal anschauen, ob wir die brauchen. Obwohl, ich glaube schon für den Brauer, glaube ich. Jedenfalls, der kommt einmal weg. Der alte Stiefel. Ja, den tun wir auch weg. Fischlein. Oh, ich habe viel zu viel. Was war denn da jetzt so wertvoll? Huch. Dann werde ich den Kuchen hier doch noch behalten. Und werde schon, ob ich noch anderes Zeug habe zum Hergeben. Das da zum Beispiel, weil ich brauche ja Platz, ne? Okay. Hat der noch? Ah, geht's nicht aus. Ich brauche nur mehr 4. Was würde denn, ich würde sagen, haben wir irgendwas, was 4? Das wäre zu großer Zufall, ne? Na. Warte, was war da mit 1? Achso, der Samen. Na, den brauchen wir noch. Den will ich nicht hergeben. Dann würde ich sagen, rote. Na. Na, rote Beere gibt ja 50 das Stück, also Holz. So, und da brauchen wir 4 Stück Holz. So, das müsste passen. 116, 116 handeln. Ja, bitte. Passt, super. Und dann auf zur Vogelscheuche. Tap, 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 tap. Sehr, sehr gut. Dann haben wir die Quest hier auch schon mal. Und dann gehen wir was Neues an. So, ein Stückchen nehmen wir mit. So. Das nehmen wir auch schön mit. Und das nehmen wir auch schön mit. So. Das nehmen wir auch mit. So. Hüpf, hüpf. Na komm. Hüpf mal eine Runde. Du kannst das. So. So ist fein. Ja, genau. Servus. Achso, ich muss ja anziehen, oder? Ich muss das ja anziehen, damit er das sehen kann, wie schön das ausschaut. Jetzt. So, also zack. Dann. Wo ist es denn? Das und das. So. So. Und schau mal. Hopp, hopp, mein Lieber. Beeil dich. Oder wir werden alte Hüte sein statt Trendsetter. Achso, ich darf es doch nicht anziehen. Hä? Ich habe mich vertan. Ich habe gedacht, ich muss es ihm zeigen. Da es jetzt so schön regnet, ziehe ich mir mal lieber das an. Warte. Butlerhose. Was hatte ich denn überhaupt an? Die Abenteuerhose werde ich gleich dazu anziehen. Achso, die Abenteuersache. Sachen. Die Abenteuerkleidung hatte ich an. So. Das und vom Hut her, was war da? Ich glaube, den da. So war es, genau. Entschuldigung. So, meine Schuld. So, jetzt aber. Ja, jetzt passt's. Wir haben es geschafft, meine Liebe. Ich habe aus einem Modemuffel ein Stilvorbild gemacht. Ganz Gemäher wird über die Trends sprechen, die wir gesetzt haben. Und das verdanken wir alles mir. Ohne meinen Modegeschmack und meine endlose Suche nach den neuesten Trends würdest du immer noch aussehen wie eine Vogelscheuche. Wie versprochen, Schätzchen, habe ich dich zu einer schickeren Version von dir gemacht. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Vielen Dank. So, den Brauer. Aha, genau. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe mich gar nicht verdrückt. Hä? Kann man dem was geben? Als Landarbeiter kann ich ihn anheuern? Nee. Echt jetzt? Das wäre ja mega cool. Ich liebe das. Das wäre echt cool. Den will ich haben. Was passt besser auf einen Bauernhof als eine Vogelscheuche? Mhm. Ja.
Jo. Jo. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Zitterhof. Das klingt lustig. Hast du Tiere, um die ich mich kümmern kann? Noch nicht, aber bald. Ich schaue später vorbei. Ja, passt ja's. Gut. Das gefällt mir. Eine Vogelscheuche auf dem Bauernhof. Das ist was Besseres, kann einem nicht passieren. Nur hätte ich ihn vielleicht... ich hätte ihn umdisponieren sollen. Weil wir können da, glaube ich, nichts anbauen, ne? Bei der Kälte, denke ich mal. Oder vielleicht doch. Egal. So, also, jobmäßig, da sind wir. Was brauchen wir? Brauerin, das da. Liane, Stein, Tontopf. Aha. Für alles brauche ich Tontöpfe, ne? Mhm, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann momentan nur das Brauerset herstellen, ne? Wurscht, dann stellen wir das mal her. Dang, dang, ding. Kostet zwar einen Haufen Stein, aber was soll ich machen? Ich muss schauen, dass ich das jetzt mal los werde hier. Oh, der Part ist auch zu Ende. Das kann überhaupt nicht sein. Haben wir schon? Noch nicht. Dann beenden wir den Part und im nächsten bauen wir weiter. Ja? Also stellen wir weiter her, diese Brauersachen. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!